Hallo Leute, willkommen zurück zu No Man's Sky in den tiefsten Tiefen des No Man's Sky Universums. Und ich möchte euch heute eine neue Folge von Blender Glitch zeigen. Gut, dann gehen wir mal davon aus, wir haben keinen Silikatpulver mehr. Es gibt ja die Möglichkeit, ganz normal mit dem Minenlaser das abzubauen. Jetzt möchte ich natürlich meine Basis nicht optisch ruinieren und versuche wieder an meinen Punkt zu kommen, wo ich das immer abbaue. Dort an der Stelle fällt es nicht auf, da ich mich ein wenig in die Erde begeben habe. Ja, das ist es doch, wunderbar. Gut. Habe ich hier den Speicherpunkt noch? Nein. Okay. Dann setzen wir als erstes einen Speicherpunkt. Denn zumindest bei mir... den kann ich nicht bauen. Ich kann auch nicht bauen. Was ist das denn? Naja. Sauerstoff fehlt mir. Ist ungeschickt. Den kann ich bauen. Gut, dann nehmen wir den Speicherpunkt. Also nicht diesen, sondern diesen. Wie ihr gesehen habt, eben konnten wir ihn nicht bauen. Jetzt konnten wir ihn bauen. Dank Blender Glitch. Den Speicherpunkt brauchen wir aus folgendem Grund. Zumindest ist es bei mir so. Bei euch vielleicht nicht, aber... Der Minenlaser, so wie ich euch das jetzt zeige, wird viel, viel schneller abbauen. Und dafür gehen wir auf Glätten. Und ich habe festgestellt, wenn ich, weil es einfach, ach, da ist er ja. Deswegen konnten wir den nicht bauen. Wenn ich über 1400 komme, dann stürzt das Spiel ab. Ah ja. Und deswegen speichere ich bei ungefähr 1200, 1300. So, da haben wir schon 1300. Okay, aufhören. Hat den Vorteil für den Fall, dass es doch passiert. Ja, wir kehren an den Punkt zurück, wo wir das letzte Mal gespeichert haben und haben zumindest die Menge nicht verloren. Dann machen wir gleich mal weiter. Denn für Glas brauchen wir ja Silikatpulver. Wenn wir jetzt eine große Menge an Glas herstellen wollen, braucht man natürlich Silikatpulver, auch in großen Mengen. Okay. Gut, laden müssen wir natürlich unser Minenlaser trotzdem noch. Mit Staub für. Gut, da ich jetzt auf 0 zurückgefallen bin, sollte es kein Problem sein, dass ich wieder 1200 abbauen kann. 1300. Ich mache das gezielt hier unter der Erde aus dem Grunde, um möglichst nicht die Oberfläche zu verändern. Oh, wir nähern uns langsam dem Ziel. Oh, schon zu viel. Ah, noch alles gut gegangen. Gut, gut, gut. Da ihr am Anfang ja auch gesehen habt, dass ich hier schon einen Speicherpunkt hatte, der allerdings eigentlich eingegraben gewesen ist. Also das Ganze tut sich wieder rekonstruieren. Und ist irgendwann wieder zu. Aber es wäre nicht schön für andere Spieler, die vielleicht hier doch eigentlich bauen wollen, wenn wir da oben weitermachen. Deswegen wäre es zum Beispiel praktischer, wenn wir jetzt noch ein Stück tiefer gehen.
wenn wir noch mehr brauchen und auf keinen Fall außerhalb, da es ja eigentlich ein Berg ist, eine Kuppe, dass wir hier rauskommen, gehen wir noch einmal tiefer, gehen wieder auf Glätten und würden hier einfach weitermachen. Gut, okay, so viel zu diesem Punkt. Dann hätten wir jetzt wieder sehr viel Silikatpulver. Jetzt gehen wir mal davon aus, mir wäre das der Verrittstaub ausgegangen, den wir ja für die Stahlplatten brauchen oder Metallplatten. Da halte ich das wie folgt. Ich habe eine Raumstation. In denen ich oder aus der ich in guten Mengen, größeren Mengen, meinen Verrittstaub holen kann. Auch noch diverse andere Raumstationen für andere Materialien. Ja. Unglücklich im Winkel rangelaufen, dass es nicht gleich aufging. Naja, gut. Naja, an alle Eventualitäten kann man auch nicht denken. So, in meinem Falle wäre das die Raumstation Xungri. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann könnt ihr mir das gerne vorhalten in den Kommentaren. Finden. Und die Bild ist die erst wieder besucht. Müsste doch oben stehen. Da ist er. Xungri 7, Station Omega. Da reisen wir jetzt hin. Der Vorteil ist halt, wir brauchen keine Steine abbauen, ein hier, ein da, ein dort und die Landschaft sozusagen verwüsten, sondern wir lassen die Landschaft schön in Ruhe, so wie wir es eigentlich auch mit unserer Erde machen sollten. Und jetzt bin ich doch glatt auf der falschen Seite gelandet, na gut. Denn die Rohstoffe auf der Erde sind arg begrenzt, nicht viel im Spiel. Aber gut, darum geht es jetzt gar nicht. Also was ich hier kaufen kann, sind zum Beispiel Schmutz, Rumsalz und so weiter, instabiles Plasma. Und hier zum Beispiel Verrittstaub. Wie ihr seht, 3068. Die müsste man erstmal abbauen, das dauert eine ganze Weile. Ich kaufe mir die einfach. Hätte ich auch Kobalt, Sauerstoff, ja, Sauerstoff brauche ich eh, genau. Natrium auch in relativ großen Mengen. Metallplatten, gut, ist eine ziemlich große Menge, je nachdem, was ihr bauen wollt. Also das sind 15 Silos, die ihr damit bauen könnt. Kabelbäume, ich denke ausreichend. Der Mikroprozessoren noch nicht herstellen kann, kann sich hier welche holen. Gut, die sind natürlich auch teuer. Gerade jetzt für die neu beginnenden. Pucknium ist hier auch in sehr großen Mengen. Das heißt, wenn ihr eine Raumstation findet, die ausreichende Mengen von irgendetwas hat, das ihr brauchen könntet, reißt diese Raumstation an, kauft euch das, was ihr braucht. Und jetzt noch ein weiteres. Jetzt haben wir natürlich für Ritschstaub. Es baut sich langsam die Menge auch wieder auf. Wir könnten also wieder nachkaufen. Aber wir bedienen uns bei den Händlern. Denn da wir in der Raumstation diese großen Mengen kaufen konnten, können wir das ja, bei dem Händler auch. Im Normalfall zumindest. Metallplatten, jawohl, hier 125. Ionenakkus, mehr als ausreichend. Da haben wir Verrittstaub auch in einer großen Menge. Das nehmen wir alle. Und Sauerstoff brauche ich jetzt nicht mehr. Ich nehme einfach den nächsten Händler.
wenn er mir nicht wegfliegt. Ach, da kommt ein neuer. Sehr gut. Nehmen wir den. Okay. Hier auch sogar über 4000. Dann nehme ich die mit. Wie gesagt, auch andere Materialien, sogar Magnobolt hier in dem Falle. Restsubstanzen, die kann man wandeln und zum Schluss kriegt ihr Nanits. Also für wenig Units könnt ihr relativ viel Nanits herstellen. Paraffinium sehe ich gerade, ist ja auch noch da. Wie gesagt, alles in sehr großen Mengen. Und mit der Restsubstanz könnt ihr mit euren, wie heißen die? Moment. Die Raffinerien. Mit den Raffinerien könnt ihr dann zum Schluss Nanits herstellen. Und jetzt nehme ich nicht das Schiff und fliege zurück. Ich bin ja in einem ganz anderen System. Sondern ich gehe natürlich zum Teleporter. Benutze den Teleporter. Wähle meine Basen, also deine Basen in dem Falle. Dann gehe ich zu der Basis, wo ich eben gewesen bin. Eines klappt hier nicht ganz. Ihr habt ja vorhin gesehen, dass ich mit dem Teleporter weg bin und lande hier bei mir am Base Computer. Ja. Ich weiß nicht, ob dieses Portal möglicherweise zu weit weg ist. Auf jeden Fall. Ja, ich lande immer wieder am Base Computer. Aber okay, kein Problem. Mein Schiff steht dieses Mal da hinten. Ich möchte noch einmal schnell speichern. Mache ich mit dem automatischen, nicht mit dem manuellen. Denn sollte euch irgendetwas nicht gefallen, habt ihr immer noch den manuellen. Könnt wieder zum Silikatpulver, den Punkt, wo ihr vorher gespeichert habt, zurück. Und nochmal von dort beginnen. Gut. Okay, also in diesem Sinne, wir könnten jetzt mit dem Silikatpulver. Ah, da. Das drin. Silikatpulver haben wir wo? Übrigens mit dem unreines Metall könnt ihr auch Nanits herstellen. Immer doppelt so viel, wie ihr unreines Metall habt. Ich hätte schon drüber nein, Silikatpulver. Ja. Also in kürzester Zeit haben wir 3615 Silikatpulver gefarmt und können uns jetzt 25 und dann nochmal 25, bis eben kein Silikatpulver da ist, wieder bauen, herstellen. Gut, das nehme ich erstmal wieder raus. Voll. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues zeigen oder etwas, was ihr sonst anders gemacht habt. Und Moment. Gut. Konnte euch was Neues zeigen. Schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr noch etwas sehen wollt, was ihr schnell haben möchtet, wenn so etwas ist wie Silikatpulver und so weiter mit den Materialien. Schreibt es in den Kommentaren, bewertet und nehmt ein Abo mit. Dankeschön. Tschüss fürs Zuhören. Tschüss und danke fürs Zusehen. Ciao.